Hallo und willkommen zu Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um mit mir zusammen über Decla zu sprechen. Eine ganz junge deutsche Marke, die in Stuttgart sitzt. Es sind zwei Cousins, die Marke betreiben. Und mit Juri, einem von beiden, habe ich über die letzten Tage mehrfach telefoniert und es waren wirklich sehr, sehr angenehme und hochinformative Gespräche. Ich muss gestehen, ich war anfangs ein klein wenig zurückhaltend, was Decla betrifft, weil ich mir manches nicht erklären konnte, viele Fragen hatten, die unbeantwortet waren von der Webseite. Manches war mir nicht ganz schlüssig, aber Juri hat alle meine Fragen sehr ausführlich, sehr bereitwillig beantwortet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten so neugierig auf Uhren wie auf die von Decla. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen habe ich in dem Gespräch mit Juri gemerkt, dass da unheimlich viel Herzblut hintersteht. Er ist ein Techniker, ein Ingenieur, er ist also kein Marketingmensch. Und so haben wir auch miteinander geredet. Also ich bin auch kein Techniker, aber ich bin erst recht kein Marketingmensch. Wir haben im Prinzip von Uhrenenthusiast zu Uhrenenthusiast gesprochen und das war super interessant. Er hat mir erzählt, dass wir verschiedene Geräte haben, Maschinen, die Gehäuse selber machen. Allerdings die Gehäuse zum Härten und Beschichten an eine externe Firma geben. Ganz so weit sind sie noch nicht. Was ich aber sehr schön finde, zum Beispiel bei den Gehäusen, dass diese unterschiedliche Formen haben, auch wenn sie auf den ersten Blick ähnlich aussehen. Und auch wenn ich alle die Uhren, die ich habe, euch in einem detaillierten Review zeige, möchte ich jetzt schon mal kurz auf ein paar dieser Unterschiede eingehen. Und dafür nehme ich einfach mal zwei Uhren. Ich habe hier die Turbulenz. Und wenn ihr euch das Gehäuse von der Seite anseht, dann könnt ihr erkennen, dass die Hörner ungefähr bei der 10 Uhr Position anfangen, aus dem Gehäuse herauszuwachsen. Nehme ich jetzt eine andere Version der Turbulenz. Hier haben wir die Turbulenz 4 als Beispiel. Hier ist sie. Da könnt ihr sehen, dass der Hornansatz deutlich vor 10 Uhr ist. Auch wenn das Gehäuse auf den ersten Blick sehr ähnlich aussieht, ist es doch eine andere Proportion und vermittelt einen anderen Gesamteindruck. Das mag vielleicht nur eine Kleinigkeit sein, aber es verändert das Erscheinungsbild der Uhr doch erheblich. Und das ist halt möglich, weil sie die Gehäuse selber fertigen. Was ich auch ganz toll fand zu erfahren, wie der Ziffernblattdruck sich über die Zeit hinweg entwickelt hat. Nehmen wir eine der älteren Uhren von Decla. Das ist also eine Uhr, übrigens Decla bedruckt alle Ziffernblätter wirklich selber. Das ist eine der Uhren, die entsprechend der Vorschlag und Vorschrift des Leuchtmittelherstellers, der Druckfarben, des Druckfarbenherstellers bedruckt wurden. Und zwar mit einer Dicke von 0,1 mm. Bei den neueren Uhren, das werde ich euch im Review dann im Detail zeigen, vielleicht wird es hier schon ein klein wenig deutlicher, die Aufdrucke sind wesentlich plastischer. Das heißt, mittlerweile bedruckt Decla die Uhren viel, viel häufiger mit viel mehr Durchgängen, sodass hier nicht 0,1 mm Leuchtmasse auf der Uhr aufgebracht sind, sondern 0,3 mm. Und auch das werde ich euch in den Reviews selbstverständlich in den entsprechenden Nightshots zeigen. Auch die Zeiger stellt Decla selber her. Die werden gestanzt und es gibt ganz viele verschiedene Optionen. Es gibt die Stahlzeiger, die dann temperaturgebläut werden. Es gibt Massivgoldzeiger in Gelb, Gold, Weißgold. Es gibt Platinzeiger. Also hier ist die Auswahl sehr groß. Insgesamt ist die Möglichkeit, sich die Uhr individuell zusammenzustellen, bei Decla sehr groß. Sei es die Farbe des Leuchtmittels, sei es die Art des Ziffernblattes mit unterschiedlichen Farbvarianten, die Zeigervarianten. Decla bietet übrigens auch eine
gehärtete Variante des Stahlgehäuses an, nennt es Six Steel. Das Verfahren weiß ich nicht ganz genau. Mir fallen aber auch gar nicht so wahnsinnig viele Hersteller ein, die gehärtete Gehäuse im Angebot haben. Wir haben da Damasco, wir haben Sinn, vielleicht noch ein oder zwei andere, aber es ist definitiv nicht der Branchenstandard. Und darüber hinaus hat Dekla auch bei vielen Uhren die Option, diese speziell Magnetfeld schützen zu lassen. Insgesamt also wirklich ein super tolles Paket und das Ganze zu Preisen, die echt eine Kampfansage sind. Dekla hat zwar, das muss man sagen, über die letzten zwei oder drei Jahre bei den Basismodellen 25% auf den ursprünglichen Preis draufgeschlagen, aber eben nur bei den Basismodellen. Bei den Individualisierungsoptionen ist es dann deutlich weniger, sodass eine individualisierte Uhr vielleicht 10 oder 15% teurer ist, aber nicht die 25%. Aber selbst mit dieser Preiserhöhung sind die Preise immer noch extrem gut. Nehmen wir als Beispiel die Turbulenz, die wir hier haben, die in dem Stahlgehäuse mit dem schwarzen Ziffernblatt, wenn ich es richtig im Kopf habe, für unter 600 Euro zu haben ist. Oder hier die Military Vintage mit dem silbernen Ziffernblatt, den temperaturgebläuten Zeigern, einem dekorierten Handaufzugswerk für, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter 800 Euro. Alles das werde ich euch aber in den jeweiligen Reviews ausführlich zeigen. Ja, wie gesagt, ich bin super positiv überrascht gewesen, was Dekla alles bietet. Preislich sowieso mega attraktiv, ganz, ganz nett im Gespräch und auch von anderen Uhrensammlern habe ich gehört, dass der Kontakt als Kunde mit Dekla wirklich außerordentlich gut ist. Es werden auf alle Wünsche eingegangen. Die Uhr wird ganz individuell zusammengestellt. Man kann mit Juri über alles sprechen. Ich denke auch, es werden Sonderwünsche ermöglicht. Der Preis dafür ist, dass man einige Wochen auf seine Uhr wartet, weil eben die spezielle für einen individuell zusammengebaute Uhr nicht auf Halde, auf Lager im Schrank liegt. Sie wird dann individuell gebaut und dann entsprechend für dich gemacht und verschickt. Was ich beeindruckend fand, war in dem Gespräch mit Juri, dass er mir mehrfach gesagt hat, dass die Uhren, die er mir geschickt hat, so zum Teil nicht an den Kunden verschickt würden, weil sie Fehler haben. Es handelt sich hierbei also um Ausstellungsstücke, die viele Leute schon in die Hand genommen haben und auch noch in die Hand nehmen werden, sei es für Fototermine, sei es für Videoreviews wie meins oder sei es auch, weil Kunden vorbeikommen und sich die Uhr einmal anschauen. Ich zeige euch jetzt hier mal eine Uhr, die auf dem Ziffernblatt einen Fehler hat, weswegen diese Uhr nicht an den Kunden verschickt wurde. Ich muss sagen, ich habe diesen Fehler wirklich nur gefunden, weil ich wusste, wo ich suchen muss. Wenn ich die Uhr so bekommen hätte, hätte ich sie ohne Probleme sofort jederzeit abgenommen. Juri sagt mir aber, dass diese Uhr so nicht an den Kunden gegangen wäre. Und das gibt mir ein wirklich gutes Gefühl und steigert meine Freude darauf, die Uhren mir wirklich in aller Ruhe im Detail anzuschauen. Und über die nächsten Wochen werde ich euch entsprechende Videos zu diesen vier Uhren auf meinem Kanal zeigen. Bitte lasst auch gerne einen Kommentar da, was ihr dazu denkt, wie ihr diese Uhren bewertet und vielleicht auch, ob ihr noch ein ganz spezielles Modell sehen möchtet, was euch ganz speziell interessiert. Vielleicht kann ich das ja regeln und bekomme dann auch noch eine solche Uhr. Ich werde mit Sicherheit nicht jede zeigen können, aber vielleicht noch die ein oder andere, je nachdem, wie es klappt. Bis dahin, tschüss, euer Axel.